Ich sitze in einem echten De Tomaso. Ja, Sie glauben es natürlich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Dies ist ein 1978 Innocenti Mini De Tomaso. Aber eigentlich könnte ich auch sagen, ich sitze in einem Mini von British Leyland, weil das Fahrgestell dieses Autos ist wirklich ein Mini. Und die Autos wurden in Italien unter Lizenz von Innocenti als Innocenti Mini gebaut. Und sie hatten einen 0,9 oder 1,2 Liter Motor. Und dann kam De Tomaso. Die haben gesagt, wir wollen das Auto noch pfiffiger machen. Und das ist es, weil es ist agil, es ist schnell. Es ist, als ob man ein Go-Kart fährt. Es ist schneller als ein normaler Mini. Man kann es vielleicht vergleichen mit dem Works Mini. Und nimm mal die Karosserie weg. Und da kann man eins auf eins eine Mini-Karosserie darauf stellen. Und dann sitzt man auf einmal in einem Mini, so wie wir sie kennen. Innocenti wurde 1931 schon gegründet und seit den 50er Jahren bauten die British Leyland Autos in Lizenz für die italienische Markt. Aber nach dem Tod des Gründers übernahm British Leyland 1966 die Firma. Und seitdem produzierte Innocenti eigentlich nur noch den Mini in Lizenz für wieder die italienische Markt. Der 1976 vorgestellte Innocenti De Tomaso, karossiert bei Bertone, war eine überarbeitete Version der Innocenti 120. Breitere Stoßstange, Nebelscheinwerfer, Alufelge und eine Lufthutze auf der Motorhaube. Die Motorleistung war 77 PS und die Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Für so ein kleines Auto, glaubt mir, das war schnell in dieser Zeit. Und das spürt man immer noch. Das Auto reagiert sehr, sehr, sehr schnell, macht wirklich Spaß zu fahren. Die Produktion des Innocenti De Tomaso endete 1982 und die gebaute Stückzahl zwischen 1976 und 82 kann eigentlich nur geschätzt werden, wegen der vielen Firmenwechslungen, die es in dieser Zeit gegeben hat. Es ist natürlich ein echtes Kultauto, wie zum Beispiel der Fiat Panda. Und diese Art von Autos sind immer mehr und mehr beliebt. Man hat etwas Besonderes. Es fährt auch eigentlich sehr gut und man hat sehr viel Platz. Alles sieht ordentlich aus, nimmt wenig Sprit. So eigentlich, wenn man ein Spaßauto besitzen will, das ist es. Ja, Innocenti Mini De Tomaso oder ist es Mini Innocenti De Tomasi? Ist eigentlich egal, solange es so viel Spaß bringt. Und diesen Spaß habe ich die letzte halbe Stunde gehabt, als ich dieses Auto fahren durfte.